Es sind neue Patch Notes draußen. Und wir schauen jetzt schon mal rein, was uns denn heute Nachmittag erwartet, wenn die Server live sind. Also, schauen wir mal eben rein, was uns denn so erwartet. Ich packe hier mal eben alles weg und wir konzentrieren uns erstmal schön auf die Patch Notes. Es wurden 12 neue Fischarten integriert. 12 neue Fischarten und zwar natürlich hier im Nordmeer. Ich renne mal eben los hier zu dem Plakat. Das ist ja schon lange angekündigt gewesen. Quasi kurz nach dem Release war ja schon angekündigt, dass eben hier neue Fischarten zu sehen sind. Also, das sind die, die jetzt hier bisher noch fehlten. Wir sehen jetzt hier natürlich gerade alle Fischarten. Aber was zum Beispiel dazugekommen ist, sehen wir ganz unten in der Ecke mit dem Aal zum Beispiel. Oder ganz oben den riesengroßen Hai. Oder oben links in der Ecke dieser Zackenbarsch. Also 12 neue Arten. Man kann ja einfach mal durchgehen, was ist schon bekannt, was ist noch nicht bekannt. Ich sehe gerade hier vorne den Lümmel, der ist auch neu. Also das sind so alles so kleine neue Fischis oder auch große neue Fischis, die halt vorher noch nicht drin waren. Die sind jetzt frisch mit im Game. Also, das ist schon mal richtig schön. Wir haben neue Fische und für neue Fische braucht man natürlich auch neue Köder. Und dementsprechend wurden hier von den Giant Shards wurden neue Köder hinzugefügt. Neue Modelle sind dazu reingekommen. Dann wurden auch noch Pilker- und Bootsrouten mit integriert. Da bin ich natürlich auch wahnsinnig gespannt, was es da Neues gibt. Dann wurden neue Modelle der Beluga Imperial mit integriert, sowie neue Rollen der Marke Reef. Gucken wir mal eben, was wir bisher haben. Genau, das ist hier mit drinne. Und zu diesen Rollen sind jetzt auch noch die Reef Turion dazu gekommen. Das schauen wir uns dann natürlich, wenn der Server live ist, im Detail alles genau an, was sich da lohnt. Heißt also im Anschluss, wenn alles live ist, gibt es natürlich direkt nochmal ein neues Video. Und ich glaube, das Entscheidendste und das, was am meisten hart reinkickt ins Game und was das Game absolut nochmal heftig überarbeiten wird, eine neue Rollenart mit elektrischem Motor ist mit reingekommen. Eine neue große Rolle mit elektrischem Motor ist dazugekommen. Also auch nochmal hier von der Firma Reef eine neue Angelrolle. Da bin ich natürlich auch super gespannt, was das Ding kann, wie das Ding aussieht. Auch das natürlich direkt im nächsten Video direkt im Anschluss und wir testen das Teil natürlich ausgiebig, wofür das Teil gedacht ist, was man damit am besten angelt und quasi die Einsatzgebiete von dieser neuen Rolle. Das gucken wir uns natürlich dann im Detail auch noch an. Dann wird es zwei Überarbeitungen geben. Wir gucken ihn uns doch mal schön an. So sieht der Flussbarsch aus oder so sah der Flussbarsch aus, muss man ja sagen. Der Flussbarsch, so hat er uns jahrelang begleitet. Hier oben immer so ein bisschen lackiert und ein bisschen sehr shiny. Und es gibt eben jetzt neue Modelle vom Flussbarsch. Und das ist natürlich auch der Oberhammer. Auch der Schuppenkarpfen wurde überarbeitet. Richtig, richtig nice. Neue Texturen beim Schuppenkarpfen. Auch der sieht ja aus wie aus Epoxidharz gegossen. Also da bin ich doch auch sehr froh, dass eben diese alten Modelle der Fischarten jetzt nochmal neu überarbeitet werden. Schön Stück für Stück. Gucken wir mal, wie der aussieht. Da gab es ja vorab leider noch keine Informationen zu. Zum Barsch gab es ja schon ein paar Informationen, wie der demnächst aussehen wird oder wie er ab jetzt aussieht. Und beim Schuppenkarpfen bin ich super gespannt. Bleibt es noch der Glubschi? Hat er immer noch seine Glubschaugen? Alter Falter. Ich bin super gespannt, was uns da beim Karpfen erwartet. Ja, dann kommen noch ein paar eher
technische Einstellungen, die dazugekommen sind. Zum einen wurde der Bewegungsmodus Laufen und Gehen eingestellt. Das heißt, wir haben jetzt hier einmal die Möglichkeit, in den Einstellungen das Laufen einzustellen, ob wir halt die ganze Zeit laufen wollen oder ob wir einfach gehen wollen. Und eine grafische Einstellung ist auch mit dazu. Okay, das klingt interessant. Aber was ist das für eine Uhr? Wait a minute. Ist das etwa eine neue Holzkernuhr, die er da hat? Nicht sein Ernst. Ja, es ist eine neue Holzkernuhr. Tatsächlich, heute geliefert worden. Ich bin super überrascht, denn das, was ich bekommen habe, ist eine Sonderedition mit einer Auflage von gerade mal 400 Stück. Ja, Holzkern produziert ja mit natürlichen Materialien, sowas wie Holz natürlich oder Marmor, aber eben auch in dem Fall hier mit Kaffeebohnen. Und das ist ja absolut strange. Also schön Käffchen trinken und dabei eine super krasse, super individuelle Uhr tragen, ist der absolute Hammer. Heißt also hier der Bereich am Armband, man sieht es vielleicht so ein bisschen, was so braun ist, das ist quasi aus Kaffeebohnen hergestellt. Absoluter Hammer. Genauso auch hier am Rand von der Uhr, auch das eben aus Kaffeebohnen und in der Mitte, also hinterm Ziffernblatt oder das Ziffernblatt aus Marmor hergestellt. Absolut wilde Kombination. Ich bin doch sehr überrascht. Gerade wie gesagt, mit dieser Limited Edition habe ich absolut nicht gerechnet. Dickes, fettes Dankeschön an die Firma Holzkern dafür, dass ich so ein Teil hier zeigen darf. Richtig, richtig krass. 400 von diesen Uhren gibt es nur auf dem Markt. Ja, das ist mal eine richtige Überraschung gewesen. Vielen, vielen Dank dafür. Und ja, wenn ihr da mal reinschauen wollt in die Uhren und in die Accessoires der Firma Holzkern, der Link zur Firma Holzkern ist hier direkt unterm Video verlinkt. Würde mich freuen, wenn ihr da auch mal reinschaut und auch gerne eure Kommentare dazu im Video oder unterm Video lasst, wie euch die Sachen gefallen. Ich bin da schon ziemlich von angetan und das schon seit vielen Jahren immer wieder die Firma Holzkern im Blick gehabt. Naja, und jetzt am Handgelenk und noch länger im Blick und richtig schick. Wo waren wir noch gleich stehen geblieben? Ach ja, genau. Randloser Fenstermodus ist jetzt auch mit im Game implementiert. Wir können jetzt hier das Game vom Vollbildmodus dann auch nochmal in den Fenstermodus einstellen. Was auch noch behoben wurde, ist, dass die Vorfächer von der Länge etwas gekürzt wurden sozusagen. Das heißt, wir kommen jetzt besser mit dem Kescher dran an den Fisch. Gerade wenn was Schweres dranhängt und das biegt sich auch noch weiter nach unten, war es ja immer sehr, sehr schwierig, den Fisch überhaupt zu keschern oder zu haken. Jetzt sind die ein bisschen kürzer und wir kommen dann auch einfach besser an den Fisch dran. Dann wurden noch ein paar Kleinigkeiten behoben. Zum Beispiel konnten wir die Werkstatt nutzen während der 5-Stunden-Tour. Das sollte wohl nicht so sein. Das ist jetzt wohl behoben worden. Macht ja auch Sinn, wenn du hier 5 Stunden bist, du benutzt die Werkstatt und willst dann irgendwann dein Setup oder deine Sachen wieder abholen. Die Tour ist aber vorbei, dann stehst du da und musst vielleicht erstmal 20 Level warten, bis du dann wieder hier an das Gewässer kannst und dir deine Sachen aus der Werkstatt holen kannst. Katastrophe. Dann gab es noch so kleine Veränderungen hier bei den Meeresfisch-Skills oder bei den Boni. Und zwar wurden Rollenskills nicht früher freigeschaltet, auch das wurde behoben. Genauso war bei dem Durchmesser von Schnüren von mehr als 0,8 mm, da war eine falsche Berechnung drauf. Durch die Änderung wird die Spulenkapazität von Rollen für Schnurdurchmesser über 0,8 mm jetzt deutlich erhöht. Heißt also jetzt, wenn wir mit dicken, fetten Schnüren unterwegs sind, haben wir einfach nochmal mehr Meter Schnur drauf. Absolut top, das hilft. Bei der Herstellung von ausgestopften Fischen wurde in den Eigenschaften von Trophäenbrettern die Option nur mit Goldmünzen kaufen oder nur beim Kauf mit Goldmünzen auf einen anderen Spieler übertragbar. Also dieser Text unten, der wurde falsch angezeigt. Also ist ja ganz klar, diese Brettchen hier, wenn man die jetzt quasi macht und ins Haus hängt, die sind natürlich nicht für, also auch nicht mit Goldmünzen an andere Spieler übertragbar. Wir können jetzt hier nicht die ganzen Trophys, die wir gefangen haben, Stück für Stück an die Leute quasi weiter verschenken. Das geht zum Glück nicht.
Dann wird auch noch etwas behoben, was den Verschleiß oder ja, das Schrotten von Setup irgendwo beeinflusst. Und zwar in dem Moment, wo das Rollengetriebe defekt war, war es immer noch möglich, andere Komponenten des Rigs zu beschädigen. Auch das wurde jetzt behoben. Das heißt, wenn man mal das Setup schrottet oder die Rolle kaputt hat, dann schrottet man nicht zusätzlich quasi noch das restliche Setup. Und zu guter Letzt wurden auch noch ein paar Sachen behoben in Richtung der lebendigen Köderfische. Die wurden auf den Rigs manchmal nicht angezeigt. Naja, auch das wurde jetzt behoben und damit haben wir quasi die Patch Notes durch. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann im Live-Server oder auf dem Live-Server, im Live-Patch, wenn es dann soweit ist. Und dann gucken wir uns hier unser neues Haus an und was man da alles machen kann. Und wir gucken uns natürlich die neuen, wahnsinnig spannenden Rollen und Routen an. Ich bin mega gespannt und es geht erstmal die nächsten 2 Wochen knallhart wieder ans Nordmeer. Alter, endlich mal wieder 2 Wochen jeden Tag live auf Twitch. Volle Kanne Nordmeer angeln und die neuen Fische suchen. Ich will endlich meine 100 verschiedenen Trophys abhaken und das schaffen wir doch am Meer. Petri Lümmels, wenn es gefallen hat, Daumen da lassen, Kanal abonnieren gefällt mir und dann sehen wir uns in einem der nächsten Videos oder mal im Livestream auf Twitch, montags, mittwochs und freitags normalerweise. Wie gesagt, die nächsten 2 Wochen, jeden Tag, 19 Uhr, außer samstags, dann wird gechillt. Petri.